Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, Freunde lacht, es wird gelacht, es wird gezockt. So, ich würde sagen, wir starten hinein in ein neues C64-Spiel. Da muss ich gleich auch erstmal schauen, was ich da überhaupt jetzt hier so habe. Adventure, das wäre doch eine gute Idee. Was könnten wir denn da mal spielen? Ich glaube, da war noch irgendetwas offen. Genau. Shadow over the Hawksmill. Als Mini-Maxi-Version. Ja, da starten wir. Genau, das hatte ich letztes Mal auf dem Original-Commodore 64 gespielt. Das Problem meiner Geschichte ist jetzt nur, dass dann halt eben man das Problem hat, man kann nicht abspeichern und dann müsste ich wieder ganz von vorne spielen. Und hier habe ich mal nicht einen Spielstand drauf. Etwa da, wo ich beim letzten Mal stehen geblieben bin, damit sich jetzt Teil 1 und Teil 2 jetzt zusammenfügt. Das müsste eigentlich passen. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht zu viel Quatsch erzählt. Das werde ich gleich sehen. So, mal eben kurz schauen. Ja, ich glaube, mit dem Soundeffekten kann ich jetzt bei dem Spiel noch ein bisschen lauter machen. Intro kennen wir schon. Ja, wir laden einfach weiter. Ja, das wäre jetzt hier der Commodore 64 beziehungsweise C64. Dementsprechend auch dann hier dieser Controller dran. Ja, genau, jetzt kann ich laden. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Genau, 48 Minuten. Ich meine, das kommt hin. Ich starte einfach mal hier hinein. Richtige Taste drücken, nicht, dass ich überschreibe. Genau, ich muss erstmal ganz kurz selber schauen. Was haben wir? Metal Lever, die Glasaugen. Ja, so genau weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich gehe einfach mal hier hinein. Oh. Ja, so macht das Zocken doch Spaß. 900 Schuss. Das sollte doch passen, ne? An den habe ich gar nicht mehr gedacht. Oh! Ah, verdammt! Ja, hier lauert überall eine Gefahr. Deswegen lieber ruhig etwas öfter schießen. Ja, da hat es mich erwischt, ne? Das sieht gar nicht gut aus. Ja, diesmal spiele ich ohne Cheat oder nur mit einem indirekten Cheat. Ups. So, hier kann ich wieder auffüllen. Also indirekte Cheat wäre jetzt hier drüber, dass ich jederzeit abspeichern kann. Das meinte ich gerade mit indirekten Cheat. Aber Energie habe ich trotzdem nur begrenzt. Was man hier selten findet, ist natürlich ein Apfel, da ihn dementsprechend Energie gibt. So, jetzt muss ich aber erstmal überlegen, wie ich taktisch klug vorgehe. Am besten gehe ich nochmal so in jeden Raum hier hinein. Irgendwo etwas vergessen habe. Hier nochmal alles ab, weil es auch schon wieder eine Weile her, dass ich das jetzt hier gespielt habe und nicht, dass ich hier irgendwo etwas vergessen habe, weil das wäre nämlich blöd.
Ah! An den habe ich es gar nicht mehr gedacht. Oh, da bin ich tot. Da bin ich tot. So, neuer Versuch, neues Glück. Schon wieder drauf eingefallen. Oh, aber knapp, ne? Ah! Ja, da waren auch noch Fledermäuse. Ah, hier kann ich, glaube ich, etwas einsetzen. Genau, hier kann ich etwas einsetzen. So. Und mal gucken, was haben wir denn hier? Einig, das nicht, das nicht. Sunstar, genau. Nehmen wir das. Ah, da kommt noch einer. Cold Claw. Gut, nächsten Gegenstand gefunden. Warum habe ich hier keine Waffe? Shotgun, Machine Gun. So. Und jetzt kann ich da rein. Und die Statue einsammeln. Also sofort mal wieder die Machine Gun vorbereiten. War ich hier schon? Ah, hier ist noch was. Statue Nummer 2. Was könnte ich machen? Jetzt erstmal alle Statuen einsammeln. Habe ich hier schon geklickt? Ja. Also ich finde das Spiel wirklich richtig klasse. Das ist auch ein recht aktuelles Spiel. Ich meine von 2022 so ungefähr müsste das Spiel sein. Was natürlich im Vergleich zum Alter des Commodores verdammt neu ist. So, damit hätten wir eigentlich alles abgegrast. So, hier haben wir nichts. Gut, weiter geht's. Gut. Hier habe ich definitiv schon geklickt. Na, warten wir mal lieber einen Moment. Weil 3 Herzchen ist auch jetzt nicht mehr so viel. Und sofort weiter. Okay. Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, hier war auch noch etwas. Genau. Found Coal. Cold? Ach, Gold. Nicht Cold. Was habe ich denn da gelesen? Ups. Aber kein Herzchen verloren. Das ist schon mal gut. Geh erstmal nach rechts. Ja, die Fledermäuse. Oh, der war nicht gut. Der war nicht gut. Nur noch 2 Herzchen. Oh. Oh, der war knapp, ne? Ah, hier kann ich auch noch reingehen. Irgendwas mit Wolf brauche ich hier. Wolfkralle oder irgendwie sowas. Oder habe ich die noch nicht? Hab ich noch nicht. Warum habe ich das denn noch nicht? Das ist jetzt aber merkwürdig. Okay, hier kann man die Augen einsetzen. Oder die Glaskugeln, wie auch immer. Boah. Warum habe ich keine Waffe?
Da habe ich irgendwo etwas nicht vernünftig abgescannt. Da werde ich nochmal richtig in die Forschung gehen. Tja, wie kriege ich das denn jetzt hier hin? Das wollte ich doch gar nicht. Gut. Dann machen wir es halt eben so. Ich könnte ja schon mal die Augen vorbereiten. Na, die Augen mache ich lieber zum Schluss. Sag ich mal Augen. Ich glaube, das sind einfach nur Glaskugeln. Ups. Auch da falle ich jedes Mal wieder drauf rein. Ein Herz hier nur noch. Oh, oh. Das ist nicht so gut. Ich hätte noch eine Idee, wo diese goldene Klaue sein könnte. Ah, nicht gut. Nicht gut, sage ich doch. So, neuer Versuch. Nein, nicht hoch. Du solltest eigentlich darüber springen. Genau dahin. War hier nicht noch etwas? Ah. Wusste ich's doch. Ups. Aber zum Glück kein Herzchen verloren. Ich überlege gerade, oder ob ich einmal hier hergehen soll. Machen wir was ganz anderes. Ah ja, das war eine gute Idee. Kann ich hier nämlich auch dementsprechend die nächste Statue einsammeln? Oder kommt da noch ein Bösewicht? Nein. Sehr gut. Ne, hier war ich ja. Genau, dann gehen wir jetzt hier links weiter. Ah, ein Apple. Ein Apple ist gut. Der bringt nämlich Power, sprich Energie. Und das ist das, was ich natürlich gebrauchen kann. Puh. Soll ich erst darüber oder erst darüber? Erstmal hier rüber. Was war hier nochmal? Liegt hier noch was? Ah! Der war jetzt nicht gut. Ich glaube, hier brauche ich nicht hin. Ja, was ist denn hier für eine Waffe? Toll. Macht das schon gleich mehr Spaß, ne? Genau, dann gehen wir hier rüber. Nochmal alles abscannen hier. Nicht, dass wir einen falschen Fehler machen, ne? Oh. Schnell rüber. Schutzanzug an. Statue nehmen. Na komm, wir warten mal einen Moment. Und jetzt schnell rüber. Ja, gehen wir erstmal nach oben, würde ich sagen. Kann man noch jemand? Oh. Schieß! Oh, nur noch ein Herzchen.
Ja, das sollte ich ja hinbekommen, ne? Hier lag auch was. Genau. Da ist die Wolfskralle. Die habe ich doch vorhin irgendwo gebraucht. Oh, Hündchen. So nicht. Nicht mit mir, du. Da war das eher ein Wolf. Man weiß es nicht. You failed. Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Gut. Mal schauen. Ah. Fast wäre ich drauf reingefallen. Wo ist meine Maschinenpistole? Sie ist wohl scheinbar weg. Gut, dann wollen wir mal hier die Sachen einsetzen. 1, 2, 3, 4, 5. Prima. Oh, schnell wieder zurück. Wo habe ich meine Waffe? Hier. Und die nächste Statue. Und damit hätten wir Statue Nummer 6. Ja, Nummer 6. Oh. Zack. 699 Schuss nur. Gut, da müssen wir ein bisschen sparsamer sein. Ich auch jedes Mal drauf rein. Nein! Mein Leben sinkt. Jetzt überlege ich gerade, wie ich am besten weitergehe. Oh, der war nicht so gut. Gut, setzen wir mal die Augen ein. Das können wir gerade machen. Muss man hier ein bisschen tricksen. Jetzt haben wir ein grünes Auge. Genau, vorn Green Eye. Nehmen wir das nächste Glasauge. Und verstelle die Farbe. Auf blau. Ich denke mal, es ist ein Blau, ne? Dann sagt er mir, vorn Blue Eye. Nächstes Glasauge. Farbe verstellen. Auf gelb. Okay. Na komm auch. Found. Oh, gelbes Ei. Gelbes Auge. Rundrot. Jetzt warten wir mal eben, bis der komische Stachel hier verschwindet. Found Red Eye. Gut. Ich glaube, jetzt könnte ich rein theoretisch schon zum Endgegner hingehen. Und was war das hier? Oh. Da muss ich jetzt selbst erstmal überlegen. Oh, oh, oh. Da war nicht so gut, ne? Gut, erstmal ein paar Village-Bewohner hier befreien. Und die nächste Statue einsammeln. Das wäre Nummer 7. Die Village People haben wir gerettet. Wo ist meine Gun? Hier ist er. Und sind sie weg? Sie sind weg.
Komm, hüpf schnell, hüpf schnell. Schnell. So, oh, zwei Herzchen nur noch. Aber hier müssen wir noch einen Apfel haben. Ja, den brauche ich schon noch für den Endgegner. Ah, schon wieder drauf reingefallen. Ein Herzchen noch. Ich weiß gar nicht, wie viele Statuen es gibt. Ich könnte mir vorstellen, 10 Stück. So, soll ich mal langsam wieder einen Apfel essen? Es nützt nichts, weil Mutter Mut. Ich esse jetzt mal eben Apfel, damit ich wieder volle Energie habe. Und die Machine Gun. Ist jetzt hier irgendwo noch so ein Vöglein ist. So, ich speichere hier nochmal ab. Jetzt geht es nämlich langsam Richtung Ziel. Aber ich meine, ich hätte beim letzten Mal 8 Statuen eingesammelt. Das heißt, irgendwo, hups, müsste noch eine versteckt sein. Oh. Ich könnte nochmal hier nach oben gehen, da war nämlich auch noch ein Weg. Und zwar dieser hier. Mal ganz kurz gucken, ob hier noch was ist. Ja, volle Konzentration. Genau, da könnte ich eben noch reingehen. Das könnte ich eben noch machen. Da war es knapp, ne? Keine Frage. Hier haben wir noch etwas offen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die Wolfskralle oder irgendwie sowas. Ach, Goldwolfen. Auch gut. Ich brauche natürlich... was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Machine Gun und voller Energie. It takes good, jawohl. Da kommt noch einer. Schön taktisch, klug und langsam vorgehen. Nicht, dass ich jetzt hier noch unnötig Energie verliere. Okay, da hätten wir Nummer 8. Ich glaube, 8 habe ich beim letzten Mal auch gefunden. Natürlich nur die gute Frage, gibt es mehr als 8? Das weiß ich nicht so genau. Wo ist die Maschinenpistole? Weg ist sie, da war sie. Oh. Schnell runter hier. Wie viel Schuss habe ich? 393. Gut, ich würde vorschlagen, ich setze jetzt erstmal jetzt hier die Äuglein ein. So, nach oben muss rot. Wo haben wir Red Eye? Da. Dann kommt Green Eye. Ah, daher haben wir es auch. Okay, noch ein tiefer. Dann müsste Blue Eye kommen. Und zum Schluss Yellow Eye. Genau, aber bevor ich da reingehe, würde ich sagen, ich renne nochmal nach ganz oben. Und werde mein Ammo aufpushen. Damit ich mit voller Munition in den Endkampf gehe. Genau, das mache ich jetzt. Ich denke mal, ich mache für euch so einen kleinen Cut rein und dann sehen wir uns an der gleichen Stelle wieder. Bis gleich. So, ein kleiner Schnitt für euch. Ich habe nur mal eben mein Ammo aufgefüllt, habe jetzt 959 Schuss. Ich speichere an der Stelle jetzt hier mal ab. Und jetzt geht es nämlich in den Endkampf hinein. So, ich versuche das Ganze mal jetzt mit dem Schummelcode. Ich habe jetzt unendlich viel Energie
und unendlich viel Munition. Jetzt versuche ich das mal irgendwie hinzubekommen. Und irgendwie treffe ich das Ding gar nicht. Keine Ahnung, wo der hinschießt. Da muss ich hier drauf schießen. Ja, da schieße ich gegen die Wand, ne? Also irgendwie tut sich da nichts. Aha. Gut, man muss irgendwie die Schalter hier so umswitchen. Die sind schon hartnäckig, die Fledermäuse hier. So. So müssten die Schalter doch richtig sein. Okay, man muss nur darauf achten, dass die Schalter in der richtigen Position sind, glaube ich. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Achso, oder? Ah. Okay. Komisches Prinzip, aber ich hab's verstanden. Ich weiß zwar nicht, wie das ohne unendlich viel Leben funktionieren soll, aber andererseits, es muss ja möglich sein. Okay, dann kannst du nochmal. Ach du meine Güte, ne. Ja, jetzt und jetzt einmal treffen, ne? Ja. War's das? Nein, immer noch nicht. Okay. Da muss ich irgendwie drehen. So, jetzt einmal treffen, ne? Ja. Das war's. Puh. Gut, mit Schummelcode kein Problem. Oh ja, richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Ah, da, 10 Stück. Es muss 10 Stück geben. Ich habe nur 8 Statuen gefunden. Okay. So, das war's, oder? Kommt da noch was? Man weiß es nicht. Gut, ich denke mal, das war's. Ich drücke mal Space. Nichts passiert. Ich drücke mal Enter. Ich drücke mal Feuer. Ah ja, jetzt tut sich was. Und jetzt kann man das ganze Spiel nochmal von vorne spielen. Gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich habe es durchgezockt. Nicht besonders erfolgreich, aber durchgezockt. Ich verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, Glück auf!